Hallo Trainer und willkommen auf meinem Kanal. Im heutigen Video würde ich dir gerne mal ein Set in der Hyperliga zeigen, und zwar im Remix Cup, wo wir gerade dabei sind. Schönes Icon auf jeden Fall, hätte ich Niantic gar nicht zugetraut. Und das ist mein aktuelles Team. Ich denke, mit Griffeldes in Kombination mit Flunschlick und Macho lässt sich vielleicht was anfangen. Ich hätte gerne meinen Body Boost auf meinem Flunschlick gehabt, denn ich denke, dass ich das in den Gleichständen eventuell brauchen würde. Aber ich habe das Ding noch nicht auf Best Body. Von daher nehmen wir einfach Griffeldes, den alten Jungen. Und ich glaube, dass das funktioniert. Ich möchte euch das gerne mal im Video vorstellen und let's go! So, wir starten. Falls du, der sich gerade das Video anschaut, neu auf meinem Kanal ist und noch nicht abonniert hast, würde ich mich freuen, wenn du das machen könntest. Rund 65% meiner Zuschauer haben das noch nicht gemacht. Sei doch einfach kein Teil davon. Lass ein Abo da, würde ich mich extrem drüber freuen. So, was mache ich hier gegen? Ich resistiere die Sofortattacken. Leider drückt die Octazooka, ne? Das ist ziemlich doof. Ich erreiche aber das Erdbeben vor der Octazooka. Das ist ziemlich gut. Und ich glaube, ich mache danach noch eine Sofortattacke und gehe einfach in Griffeldes. Lecker. Ah, schade, ich kam nicht mehr raus. Sollen wir uns mal anschauen, wie viel eine Octazooka macht? Komm, wir machen es. Ich möchte nicht schilden. Wie viel macht die? Mir ist solide. Natürlich kriege ich den Debuff. Okay, ich muss dann nochmal auf Erdbeben. Jetzt reicht ein Steinhagel auf keinen Fall aus. So, Doppel-Erdbeben. Ich denke, dass das mit der Absenkung dennoch ausreichen sollte. Wir haben gerade den Schaden gesehen. Da mache ich mir eigentlich keinen Kopf. Perfekt. Führung geholt. Jetzt gehen wir hier rein. Ja, es ist nicht der übelste Konter, wenn wir ehrlich sind. Aber ich mache dennoch ordentlich Druck. Ich kriege effektiven Schaden durch Steinhagel. Weil der Gegner ein Krypto ist, wird das auf jeden Fall drücken. Aber ich mache hier auch extrem Damage. Von daher, was hat er noch hinten? Boah. Bitte Köder. Okay. Läuft bei dir. Das sind doch gute Voraussetzungen. Okay, ich ziehe auf jeden Fall ein Schild. Und ich glaube, dass ich damit zwei Schilden hinten durchmarschieren werde. Ich habe die Befürchtung, dass er eventuell irgendwas hat, das mein Macho gar nicht sehen möchte. Ich lasse die nächste Attacke hier durch. Denn er hat zwei Kreuzhiebe ready. Wenn ich einen schilde, kommt danach direkt der nächste und ich werde keine Attacke mehr schaffen, bevor er mich runterfarmt. Also jetzt kann er trotzdem farmen, ne? Ziemlich doof aktuell, aber ich habe mein eigenes Macho mit zwei Schilden. Und ich denke, dass das schon ganz gut sein könnte. Wir können jetzt hier erstmal... Warum hole ich nicht zur Attacke aufs Spiel? Wenn er eine Sofortattacke einleitet, wir den gleichen Zug haben, müsste ich eine Attacke kriegen. Aber das Game hat keinen Bock. Die Server sind mal wieder on point. Ah! Ich muss mich erst beschweren, damit Niantic merkt, was sie für einen Mist machen. Okay. Alles klar, ich bin mal gespannt, was er noch für ein Pokémon hat. Ich hoffe, dass ich... Oh! Lecker, Schmecker. Das ist gut, ich outspeede dich. Du kriegst jetzt hier einfach zweimal die Attacke, denn ich glaube nicht, dass du einen Body Slam hast, bevor ich meinen nächsten Kreuzhieb habe. Das sieht schmackhaft aus. Oder? Verschätze ich mich da jetzt? Nee, ich gewinne auf jeden Fall den Gleichstand gegen dich und ich denke, dass ich dich danach problemlos runterfahren kann, wenn du das überlebst. Ich bin mir gar nicht sicher, ob du das überlebst. Ja, überlebst du, ich gehe rüber. So, eigentlich müsste er hier einsetzen. Tut er nicht, ich drücke deinem Macho einen Steinhagel, du bist Krypto, der ist nicht effektiv und ich denke trotzdem, dass das ausreicht. Ansonsten habe ich hier einen Fehler gemacht und du kannst mich runterfarmen, das wäre ziemlich ärgerlich. Bitte reich aus. Ah, okay, du hattest nur noch ein KP, perfekt. Freut mich, geile Sache. Interessantes Team. Seedraking, Macho und Relaxo. Also eine Antwort gegen gegnerische Kampf-Pokémon hat er eigentlich nicht, ne, wenn wir ehrlich sind. Da ist alles neutral bei ihm. Aber wenn man das aus der Sicht betrachtet, ist das ja bei mir nicht anders. Ich habe ja auch keine harte Resistenz dagegen. Ja, Kampf-Pokémon könnten hier, glaube ich, ganz gut sein. Impagator. Uncool. Du kannst auch Eisstrahl haben, ne? So, wir gehen trotzdem erstmal hier raus. Uff, du spielst auch noch mit Eiszahn. Okay, läuft. Dann hätte man vielleicht nochmal eine Sofortattacke abwarten können, bevor man hier rausgeht. Denn gegen einen Eiszahn-Impagator wäre ich auf jeden Fall drin geblieben. Das dauert nämlich sehr, sehr lange, bis der bei seinen Attacken ist.
Aber ich bin hier sehr spammy. Ist wie Nachtara, wie so ein fliegendes kleines Nachtara hier. Ich hau genauso schnell meine Schmarotzer raus. Aha, wir ziehen Schild. Das passt. Ich lasse mich hier gleich, glaube ich, draufgehen, ne? Oder? Warum hole ich hier nicht zur Attacke aus? Wenn das kein Eisstrahl ist, überlebe ich das sogar. Aquahobitze sollte ich wegstecken. Er braucht eine zweite. Ich kann jetzt hier getrost nochmal einsetzen. Und ich bringe ihn jetzt in eine ganz doofe Situation. Entweder den zweiten Schild, oder er geht Gefahr, dass er hier gleich noch drauf geht. Denn ich mache noch gut Druck, ne? Oh, das ist schmackhaft. Das ist schmackhaft, aber was mache ich gegen dich? Du spielst Nachthieb und Erdbeben. Ich habe keine Antwort gegen dich. Nein, ich habe tatsächlich keine sonderliche Antwort, aber ich habe zwei Schilde. Von daher muss ich jetzt hier versuchen, einfach mit Steinhagel Druck zu machen. Und das sollte noch kein Erdbeben sein. Schönes Shiny, mega schönes Pokémon. Falls das eins ist, dann Sandgrab, ui. Spice ist am Start, Flügelschlag, Sandgrab. Interessante Kombination und ich hoffe, dass mein Macho wieder hinten regeln kann. Das ist so der Grundgedanke, bei dem Team einfach einen Macho hinten zu haben und das Teil irgendwie zwei Schilde zu geben. Denn das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Wenn da jetzt nicht gerade ein Charmer am Start ist, ist Macho im Schildvorteil extrem, extrem gut. So, wir stecken hier auch die nächste Attacke weg. Das Gute ist, dass Flügelschlag massiv resistiert wird. Von daher brauche ich auch keinen Druck haben. Ich habe keinen Stress. So, das passt. Das nächste Sandgrabteilchen nehmen wir mit. Oh, du snipest mich. Dann hast du eventuell irgendwas, das keinen Bock auf mich hat. Dann ist mir das auch ein Schildhört, denn ich habe das Gefühl, dass ich dich hier schon runterfarmen kann. Aber wir machen das mit Macho ganz entspannt. Und gehen hier rein, lassen uns das nochmal am Leben. So, das stört mich eigentlich nicht. So, ich farm dich hier einfach runter, denn ich habe die Hoffnung, dass Macho das wieder regelt. Ich bin mal gespannt, was der Gegner hier noch hinten hat. Könnte jetzt auch ein doofer Fehler von mir gewesen sein, weil ich das so ausspiele. Weil ich einen Konter rausgekriegt habe, ist er auch direkt draufgegangen. Ah, okay. Eins. Zwei. So, perfekt getimed. Er braucht noch einen. Wenn er den durchlässt, kriegt er direkt noch einen. Ist kein Thema. Okay, er braucht noch einen. So, dann kommt hier ein Steinhagel vom Macho und das reicht auf jeden Fall, um dich rauszunehmen. Interessant. Ey, Torunto ist ein mega cooles Pokémon. Das kann auch meinem Team extrem wehtun. Aber weil ich den Energievorteil hatte, war das hier überhaupt kein Problem. Wichtig bei dem Kampf war, warum ich das gewonnen habe. Ich musste meine Attacken mega gut timen. Das heißt, er setzt ein Eschern ein. In der Zeit kann ich zwei Konter raushauen. Und dann die Ladeattacke machen. Dann bin ich auch bei 5 Zügen. Und weil ich den Ladeattacken Gleichstand gewinne, war das kein Problem. Ich meine, er hatte eh noch keine Attacke ready davon mal ab. Wie hart möchtest du die Führung gewinnen? Ja. Du bleibst drin? Nein. Oh, wenn du keine Matschbombe hast oder einen Fokusstoß, sieht ziemlich doof aus für dich. Ich lasse die erste Attacke selbstverständlich durch. Ich brauche gut Energie, weil du kannst mit Zapdos dir sehr viel Energie hier holen. Spukball, ja, okay. Das passt, den können wir ruhig ein paar Mal wegstecken. So, jetzt habe ich zwei Attacken ready. Der nimmt dich hier auf jeden Fall raus, du hältst nichts aus, wobei Gengar ein sehr, sehr cooles Pokémon ist. Ich zock Gengar extrem gerne auf Pokémon Unite. Das macht mir extrem Spaß, das Pokémon. So, jetzt kommst du hier wieder rein. Jetzt drücken wir die Hirnschmarotzer, ich bin kurz vorm nächsten. Das passt eigentlich. Denn mein Pokémon oder mein Team hat nicht so Bock auf Zapdos. Nur mein Flunschlick kommt damit super klar. Wenn das ein Donnerblitz ist, weiß ich gar nicht, ob ich den nicht noch wegstecke. Ich meine, du bist ein legendäres Bohrschnabel. Du willst wohl farmen, ne? Aber ob das der richtige Weg ist, vielleicht ziehe ich sogar eventuell schon ein Schild. Problem an der Sache ist, ich darf nicht rausgehen. Rausgehen wird... Oh! Opferst du dich hier komplett? Du kannst nicht farmen. Runterfarmen wird nichts. Okay, das weißt du. Ich glaube, ich komme trotzdem mit Grafeldes rein. Mit Flunschlag rein, denn ich habe, ne? Sorge, du hast auf jeden Fall noch einen Bohrschnabel und da habe ich keinen Bock drauf. So, okay. Das ist nicht gut. Ich hätte direkt hier blind reingemusst. Ich hole aber zu einer Attacke aus. Gegen Zapdos brauche ich mit meinem Pokémon keine Schilde. Jetzt muss ich das hier gut timen. Server, ich habe gerade... Niantic, ey.
Ich habe gerade gesagt, ich muss das gut timen und Niantic denkt sich so, time? Weißt du was? Wir machen jetzt einfach, dass das Spiel für ein paar Sekunden hängt. Dann zeige ich dir mal, wie du timen kannst. Kann er farmen? Kann er farmen? Kann er. Leider. Aber es ist vollkommen in Ordnung. Ich ziehe hier einen zweiten Schild. Doof ist nur, dass er eine Attacke rausgekriegt hat und ich dadurch keinen Konter mehr kriege. Das hat das Spiel mal wieder wunderbar gemacht. Ich habe aber einen Energievorteil. Ich hole nicht mal zur Attacke aus. Why? Warum kann ich nicht einfach zu einer Attacke ausholen? Niantic, was ist los? Was ist mit deinen Servern? Gut ist, dass du keinen massiven Energievorteil hast und ich gegen Zapdos schon ein bisschen gefarmt habe. Steinhagel reicht aus und Zapdos spielt Borschnabel und wahrscheinlich Donnerblitz. Alles resistiere ich. Ich muss nur noch zu einer Attacke kommen, das siehst du ein. Adios. Okay, cooles Team, gefällt mir gerade. Das ist schon... Könnte auch einfach nur Glück sein, dass das hier gerade gut funktioniert, ich weiß es nicht. Ich möchte euch jetzt hier keine Tipps geben und sagen, ja, spielt das Team, das geht voll ab. Das ist voll geil, mach mal. Vielleicht habe ich gerade Glück. Möglicherweise. Ich würde mich darüber freuen, jetzt mal so am Rande, wenn ihr ein Like da lassen könntet, das wäre extrem cool. Würde mich wirklich freuen. Was mache ich denn hier gegen? 1, 2, 3. Laubklinge hat er. Jetzt hat er einen Schmarotzer. So. Okay, danach braucht er noch eine Attacke für die Laubklinge. Gut wäre, wenn ich die nächste einfach drüben abfange auf Grefeldes. Das heißt, wir machen jetzt noch einmal so. Setzen danach ein und gehen blind raus. Ich habe 2 Antworten gegen dich. Ich muss mir dieses Matchup hier nicht antun. Du hältst nicht viel aus, also setz mal den Steinhagel mal ein. Gehen jetzt raus. Und du gehst auch wahrscheinlich raus, ne? Wenn du keinen Orkan hast, solltest du gehen. Und ich weiß nicht, ob das hier tatsächlich eine heftige Antwort ist gegen mich. Du kannst nur mit Giftzahndruck aufbauen. Ich habe einen kleinen Energievorteil schon bekommen. Das wiederum bedeutet, es sieht nicht allzu schlecht aus. Ich muss auf jeden Fall mir die Führung holen. Aber die erste Attacke schilden würde keinen Sinn machen. Und die nächsten zu schilden, wird auch doof, weil seine Sofortattacken immer mehr machen. Und er wird jetzt einfach ganz entspannt meine nächsten Attacken schilden. Einen kann er sogar noch durchlassen und sich das Teil hier holen. Das Schöne an der Sache ist, dass ich danach einfach mit Flunschlick runterfarm. Oh, wait, what? Interessant. Ich hole nochmal zur Attacke aus. Sobald ich jetzt schilde, wird er auch schilden. Und ich möchte, glaube ich, gar nicht zuerst schilden. Ich will, dass der Gegner entweder sich jetzt hier drauf gehen lässt oder im Schild Nachteil geht. Das ist so mein Play. Und ich bin mal gespannt, wofür er sich entscheidet. Aha. Okay, interessant. Er kann aber nicht auf 2 aufladen. Und ich sollte noch eine Attacke schaffen. Wir machen es jetzt einfach. Wir möchten uns auf jeden Fall die Führung holen. Er hat doch nicht noch... Warum hole ich nochmal zu einer Attacke aus? Spiel, warum? Warum machst du das mit mir? Okay, ich hole mir die Führung oder ich gehe einen Schildvorteil. Beides ist mir recht. Oh, optimal. Jetzt kommt wahrscheinlich Tengulist wieder rein. Soll mich tatsächlich nicht stören. Er muss sogar Energie ausgeben. Das wiederum bedeutet, jetzt kommt die Laubklinge. Die wird resistiert, aber die kostet weniger Energie. Und jetzt kann ich eigentlich relativ entspannt mit Macho reinkommen und gut Druck aufbauen. So, da ist eine Laubklinge. Möchte ich schilden? Ich kann eine wegstecken. Seine Sofortattacken sind nicht effektiv. Eine kann ich wegstecken. So, ich hole zur Attacke aus. Das ist wichtig. Jetzt werde ich schilden, denn ich kann den drüben mit Flunschlick nicht runterfarmen. Ich habe keinen Sofortattackendruck. Du schaffst nicht noch einen. Okay, ein Spukball reicht natürlich aus, um mich rauszunehmen. Und mein Flunschlick sollte doch eigentlich einen wegstecken. Jetzt ködern wir hier gar nicht, gehen direkt hier drauf. Hauen die hier den nächsten rein. Bauen einfach Druck auf. Und mit meinen Sofortattacken mache ich ebenfalls Druck. Und ich glaube, dass ich danach sogar fast schon mit nicht effektiven Kontern dich wegkriege, weil ich hier gut Druck mache. Wenn das kein Spukball ist, überlebe ich das. Ich bin mal gespannt. Kann ich einen Spukball wegstecken? Ich glaube, ist nur die Finsterfaust. Easy. Easy going. Gibst du auf? Du gibst auf? Ja, moin, Meister. Was habe ich denn hier für ein Team? Wie witzig ist das denn gerade, Wobei mir Gengar eigentlich schon gefällt. Und ich glaube, dass Gengar jetzt wieder im Boom sein könnte. Ja, eventuell als Deoxys-Konter, wobei man bedenken muss, Psycho von Deoxys ist ebenfalls sehr effektiv gegen Gengar wegen den Gifttypen.
Ich glaube, das war jetzt das 4:0, ne, mit diesem Team. Funktioniert gerade gar nicht mal so schlecht. Freut mich. Mal gucken, ob ich damit wieder ein bisschen punkten kann. Ich hätte nämlich extrem Bock, doch nochmal ein paar Punkte zu kriegen. Das würde mich schon freuen. Ich meine, wem würde das nicht freuen? So, Gegner wird gesucht. Ja, dann zeig mal her. Versteck dich nicht. Lass uns fighten, lass mich das Ding eventuell sogar noch gewinnen, lass mich den Sack hier zumachen. Und am besten, ne, Niantic, hör mir zu, am besten hätte ich gerne mal ein schönes Dialga. Ich habe mindestens schon 30 von den Teilen geradet, ich habe noch nicht ein Shiny und kein brauchbares bekommen. Das einzige, das ich habe, ist ein 98er mit 14, 15, 15. Danke dafür, hätte er auch behalten können. Und ja, vielleicht habe ich ja Glück und kriege ja was Schönes, eine Pokémon-Belohnung. Optimale Führung. Das Ding gewinnen wir. Womit kommst du rein? Was ist das denn? Was mache ich denn dagegen? Wir drücken dir jetzt wahrscheinlich einfach hier die Attacke. Und danach gehe ich, glaube ich, in Grefeldes, ne? Ich glaube, dass das mein Play ist. Entweder ziehe ich hier schon ein Schild oder ich mache Druck. Dann gehen wir rüber. Dann sollte das hier klar gehen. Und ich glaube, dass Grefeldes auch mit Luftschnitt gar nicht so verkehrt sein könnte. Problem, wenn er jetzt Zauberschein hat. Das Teil kann nämlich Zauberschein. Das würde mir... Ah, wie geil bist du denn? Ich komme aber vor dir zur Attacke. Ich bring dich zum Schilden. Mach dir keine Sorgen. Schön, Grefeldes, du gefällst mir, dass du eine Attacke wegsteckst. Eine effektive Attacke ist einfach nur unfassbar. Okay, Wechselvorteil geholt. Das heißt im Umkehrschluss, ich kann meinen Flunschlag gegen Dragoran kämpfen lassen. Und mach jetzt dennoch Druck, wenn er wieder reinkommt. Ja, er wird mich leider komplett runterfarmen. Ein Orkan würde mir auch wehtun. Ein Orkan gegen Grefeldes, das sage ich schon wieder. Ein Orkan gegen Flunschlag würde wehtun aus dem einfachen Grund, weil Dragoran extrem stark ist, einen hohen Angriff hat und... Oh, schöner Catch. Oh, sehr schön. Aber... ich hab... Mein ganzes Team ist gegen dich gerade gut, ne? Jetzt kommen wir hier rein. Was willst du machen? 1, 2, 3... Ja, gib auf. Da machst du nichts mehr. Okay. Führung geholt, Wechsel geholt, den letzten Kampf auch noch gewonnen. Geil. Also kann man auf jeden Fall machen. Auf jeden Fall wollte ich zum Punkt kommen. Wartet? 5-0. Ja, mega. Wie geil ist das denn? Okay, ich komme trotzdem nochmal zum Punkt. Dragoran. Oh, geil ist die Alga. Ich komme doch nicht zum Punkt. Dragoran würde dennoch wehtun, aus dem einfachen Grund, weil das Teil einen extrem hohen Angriff hat. Und dann nochmal dazu kommt, dass es ein Krypto war. Von daher würde das schon schmerzen. Aber ich bin gerade extrem überrascht, dass dieses Team, das ich mir ausgedacht habe, da habe ich nicht mal lange für überlegt. Ich habe mir vorhin nochmal angeguckt, welche Pokémon gebannt sind im Remix Cup und dachte mir, wow, wait what? Flunschlag geht aber gut ab, hier sind einige Konter weg. Ja, es waren auch Pokémon bei, gegen die Flunschlag sehr, sehr gut ist. Aber das Teil hat schon ein Play und ich dachte mir, die zwei anderen dazu passen eigentlich ganz gut. Und habt da mal wieder Bock auf ein Doppelset? Ich meine, wenn nicht, habt ihr halt Pech, weil ich mache jetzt noch ein Set einfach hinterher. So, wenn du nicht willst, dann hat mich gefreut, dass du am Start warst. Lass ein Like da und ciao. Ansonsten zieh dir das Video jetzt hier auch nochmal rein, es geht nämlich weiter. Mega! Wenn du nicht Hydro-Pumpe spielst, ist das eine sehr gute Führung für mich. Du bleibst drin. Möchtest du mir vorgaukeln? Ah, du hast Steinhagel. Ich hätte auch eine Attacke droppen müssen. Ich hätte dir einen Steinhagel droppen müssen, denn du hast nämlich auch einen. Den Wechsel kann ich mir vielleicht, wenn ich Pech habe, nicht mehr holen. Da habe ich nicht dran gedacht. Leute, wenn ihr in der Situation seid, müsst ihr Chip-Damage machen. Denn der Steinhagel wird ja nicht resistiert gegen... Tangolos resistiert ja keine Gesteinsattacken. Da hätte ich mit Flunschlag schon mal Druck machen können. Das Gute ist, dass ich seine Sofortattacken resistiere. Und ich hier dennoch extrem Druck aufbaue. Ich kann sogar noch einen durchlassen, komme selber noch zur Attacke und danach entscheidet er eigentlich, ob wir beide ein Schild investieren oder ob wir es lassen. Denn das Matchup sieht aktuell noch ein bisschen besser für mich aus. Ich kann sogar danach, wenn er schildet und ich schilde, weiß ich nicht, wie wir das ausspielen. Ich müsste. Optimal wäre natürlich auch, wenn ich dieses Matchup hier mit ein bisschen Energie verlassen könnte gegen das Lugia. Ich versuche eine Attacke rauszukriegen. Eigentlich habe ich nicht auf den Move gehauen, aber vollkommen in Ordnung. Stört mich nicht. Ich bin sogar gerade im Kopf gewesen, dass ich overfarm. So, jetzt setzen wir ein.
damit du nicht gleich nochmal eine Attacke rauskriegst. Wir haben erstmal einen Lehmschuss gedroppt und danach den Move hier. So, du hast drüben einen nicht effektiven Steinhagel gegen Macho ready. Ich wollte hier jetzt aber unbedingt nochmal eine Attacke rauskriegen. Hydropumpe, würde die mich one-shotten? Komm, wir finden es heraus. Du hast Hydropumpe. Hast du nicht? Okay, dann mach mal. Dann können wir uns ja erstmal Energie holen. So, dann timen wir das so, dass du keine Attacke zwischenkriegst, denn ich möchte dir keinen Luftstoß schenken. Nicht Luftstoß, Windstoß. Den möchte ich dir nicht schenken. Das sind ein paar Züge, auf die ich verzichten kann. Jetzt setzen wir direkt ein, damit du entweder schildest oder mit deiner ganzen Energie drauf gehst. Mir ist ehrlich gesagt beides recht. Okay, du gehst komplett drauf. So, eins, zwei. Okay, zweimal eingesetzt, die Blattgeisel ist am Start und ich habe das Gefühl, dass ich die noch überleben kann. Und ich habe extreme Hoffnung, dass ich das mit Macho noch regeln kann. Eins, zwei. Ah, ich muss das mit Macho und zwei Schilden regeln. Ansonsten muss ich mal schauen, wie ich das mache. Werde ich jetzt aggressiv rausgehen, wenn er schildet? Ja, wir snipen dich hier, bevor du was machen kannst. Wichtig, was hast du noch? Oh, uncool. So, wir haben das halbwegs so getimt, dass er nicht allzu viel zwischenkriegt und wir gehen trotzdem auf die Kampfattacken, weil die neutral sind. Wegen den Typen. Und wir schaffen sogar noch einen hoffentlich. Oder? Ja, perfekt. Okay. Okay, okay, es sieht aktuell sehr, sehr gut aus. Freut mich, das Teil mal zu sehen. Ist das erste Mal, dass ich dieses Pokémon begegne. Aha. Und ich glaube, wir haben noch zwei Schilde und farmen dich jetzt mit Griffeldes runter. Das könnte so der Play werden, ne? Ich resistiere deine Sofortattacken. Und ist schon alles cool. Was hast du? Psyschock. Ja, alles easy. Ich denke, dass das hier kein Thema mehr sein sollte. Wir setzen hier sogar noch ein für den letzten Hauch an Leben, den du noch hast und hauen dich hier raus. Cooles Team. Doppel-Legi am Start. Psycho vorne. Psycho hinten. Das Coole an Meluetta ist auch, dass das den Geisttypen resistiert. Aufgrund von dem normalen Typen. Mega geile Typenkombination. Falls ich das für euch kurz zusammenfassen soll. Normalerweise ist der Normaltyp gegen Kampf schwach. Durch den Psychotypen ist das neutral. Geist ist gegen Psycho effektiv. Gegen normal nicht. Deshalb neutral. Die einzigen Schwächen, die das Pokémon hat, sind Käfer und Unlicht. Das ist schon eine extrem coole Kombination. Okay. An sich können wir erstmal wahrscheinlich hier eiskalt drin bleiben. Einen Spukball abzufangen wäre sehr, sehr schmackhaft. Ich glaube, das gelingt mir aber nicht. Wie viel macht er denn? Wie viel macht denn ein Erdbeben gegen dich? Du bist nicht so tanky wie dein dicker Kollege. Von daher können wir das hier, glaube ich, einfach mal versuchen. Ich bin mal gespannt, ob wir ein Schild ziehen. So, ich mache nämlich sehr, sehr viel Druck. 3, 4, 5, 6, 7. Und wir fangen den Spukball höchstwahrscheinlich ab auf dem Unlicht-Pokémon. Komm schon, bitte. Sei der Spukball, du bist der Spukball. Okay, moin Meister. Gefällt mir. Ah, ist das geil. Ich liebe es. Wenn das funktioniert, ist das extrem geil. Wenn der Gegner overfarmt hätte, hätte er mich so bestrafen können, indem er die Energie einfach auf den Pokémon belässt. Und das hier passt auch. Jetzt, weil ich nochmal zur Attacke ausgeholt habe, könnte ich in der Theorie sogar schilden. Aber wir tun es einfach nicht. Wir tun es einfach nicht. Das macht ja gar nichts. Ich komme jetzt hier nochmal zur Attacke und zwing dich einfach zum Schild. Boah, Griffeldes, du bist einfach ein Biest. Du hältst so viel aus. Mein lieber Scholli, was stimmt denn nicht mit dir? Und wir ziehen ein Schild, perfekt. Und den nächsten Move sollte ich haben, bevor du zwei Drachenklauen hast. Von daher kann ich hier ganz entspannt auch mal mit dem Schild reingehen. Und entweder hole ich mir den Wechselvorteil, was natürlich ganz cool wäre, oder ich nehme dich jetzt hier raus. Ich bin mal gespannt, wofür du dich entscheidest, Herr Gegner. So, Attacke kommt. Danach wirst du mich, glaube ich, leider runterfahren können. Ich möchte aber auch ungern aggressiv rauswechseln, weil ich Angst habe, dass du meinen Flunschlick bestrafst. Oh! Wait, what? Nein, du schaffst, mich nicht runterzufahren. Du bist zu gierig. Du bist zu gierig. Ui! Ja, wie nice ist das denn? Okay, was kommt rein? Was kommt rein? Was macht man? Was hat man? Wir gehen jetzt hier direkt raus. Lucario kommt. Ich habe einen Energievorteil geholt. So, 3, 4,
5, 6. Und er gibt auf. Nice. Oh, ist das geil. Okay, mega. War das jetzt Kampf Nummer 7 in Folge oder was? Oder war das ja... Das war doch jetzt nicht der erste aus dem Set, oder? Aus dem zweiten Set? Nein, ich glaube nicht. Okay, eine 7er Serie. Interessant. Ey, das wäre so abnormal geil, wenn ich mit diesem Team jetzt einen Legend-Push schaffe. Das wäre mega. Das erste Mal in der Hyperliga. Ich sollte aufhören zu träumen. Ah, wie cool ist das denn? Jetzt kämpfe ich das erste Mal dagegen. So, du kannst Fokusstoß spielen. Bei wie viel Konfusion hat man denn? Bei 6, ne? 3? Ja, ne, jetzt hast du 5, glaube ich, ne? Ich glaube, den hat man bei 6. Ja, Hypno hat, glaube ich, seinen Spukball bei 5. Und bei 6 einen Fokusstoß. Oder? Ja, 6. Ich hole nochmal 2 Attacke aus. Ich möchte gerne schilden. Ich war erst am Überlegen, den Fokusstoß abzufangen auf mein Flug-Pokémon. Wuchtschlag sogar. Ja, nice. Stimmt, du hast Wuchtschlag. 1. 2. Als ob ich einsetze. Komm schon. Ich bitte dich. Ich kann hier sogar problemlos einen Bodyslam wegstecken. Überhaupt kein Thema. Ich möchte jetzt nicht meinen zweiten Schild investieren. Wäre ich schneller gewechselt, hätte ich hier wesentlich besseres Play machen können. Und nächste Mal, wenn ihr in der Situation seid, farm bitte weiter. Ich hätte farmen müssen, weil sich jetzt Mewtwo extrem viel Energie bei mir holt. Und in dem Moment, wo ich das noch ausgesprochen habe, hätte ich auch einfach noch Dings machen können. Ich gewinne aber den Gleichstand, du bist so defensiv. Wow. Wow. Okay. Schon gut. Wie komme ich denn auf die Idee, dass ich gegen Mewtwo einen Gleichstand gewinne? Wie lost bin ich denn manchmal, ey? Ist zwar die Rüstungsform, aber ist dennoch Mewtwo. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich hätte dem Pokémon nicht so viel Farm geben dürfen. Schön, dass wir hier mit einem Steinhagel ein Schild ziehen. Dann versuchen wir das Ganze direkt nochmal. Du hast ein Relaxo. Oh, Relaxo? Was hat man denn dann noch? Und wir gehen rüber und farmen jetzt runter. Aha. Interessant, wenn ich ehrlich bin. Ich bin aber sehr tanky. Und du auch. Ich bin mal gespannt, wie sich das hier ausspielen lässt. Doof ist nur, dass ich keine Energie mehr auf meinem Pokémon habe. Das ist wirklich doof. Und ich mache nicht so viel Druck bei dir. Ich muss versuchen, Attacken zwischenzukriegen. Gelingt mir nicht, weil er es gut timet. Ich würde mir jetzt gerne mal anschauen, wie viel ein Steinhagel er macht. Ich bin mal echt gespannt. Zeig mal her. Und? Wow, ist in Ordnung. Dafür machen seine Sofortattacken nichts. Da ist der nächste. Ich wollte aber unbedingt die Attacke hier haben. Ich bringe den Gegner dazu, direkt Energie auszugeben, weil ich ihn versuche, in die Irre zu führen, wie viel Energie ich auf meinem Pokémon habe. Von daher wäre das vielleicht gar nicht so schlecht. Ich muss denn einfach nur low kriegen, dass ich eventuell runterfarmen kann. Das wäre am besten. So, ich hole nochmal zur Attacke aus. Ich habe jetzt eine ready. Und das Gute an der Sache ist, dass er mich nicht runterfarmen kann mit seinen Sofortattacken. Und Mewtwo auch nicht. Von daher farmen wir dich jetzt runter. Du wolltest eine Attacke abfangen. Ist aber nicht, das hat dir das Game gekostet. Jetzt habe ich 2 Attacken ready. Und wenn ich einmal schilde, komme ich noch zur dritten. Und das hat dir das Spiel gekostet. Du wolltest eine Attacke abfangen. Aber ich setze doch nicht direkt nach deinem Move ein. So, jetzt farmen wir hier nochmal, setzen jetzt eine Attacke ein. Eigentlich könnte ich dich disrespektmäßig gleich auch einfach mit Sofortattacken drüben runterfarmen. Aber wir bleiben hier drin. Wir wollen, dass er hier gleich Energie ausgibt. So, jetzt setzen wir hier den nächsten ein und das war's dann an der Stelle eigentlich auch. Okay. Schöne Sache, interessantes Team auf jeden Fall. Aber das haben wir dennoch auseinandergenommen. Jetzt gehen wir hier nochmal rüber, wenn es geht, falls er nochmal mit dem KP überlebt. Nein, tut er nicht. Sauber. Okay. Ich habe mir, glaube ich, ein ganz solides Team gezaubert. Wir haben jetzt aktuell 20 vor 11. Ich habe für heute noch jedes Set offen. Und ich hoffe, dass ich jetzt gleich noch die nächsten durchgeprügelt kriege. Oder ich mache es ganz entspannt. Mach nach dem Video hier Pause. Lass es einfach gut sein, dass ich 2 Sets heute gezockt habe. Und zocke ein bisschen Unite. Ich muss mal gucken. Okay, die Führung ist auch geil. Er hat nur Psycho- und Elektroattacken. Er holt sich hier Energie. Ist auf jeden Fall der Play. So, jetzt kommt das Teil. Ich habe eine Antwort dagegen. Da gehen wir auch selbstverständlich direkt rein. Und der Gegner hat wahrscheinlich keinen Bock mehr. Ist schon Legend.
sieht, dass das Spiel aktuell ziemlich doof für ihn aussieht, erspart uns Zeit, kommt mir sehr gelegen, jetzt dauert das Doppelset-Video nicht so lange, und falls es irgendwann mal in der Aufnahme euch so vorkommt, als würde das der Ton mal nicht zum Bild passen, dann liegt das daran, dass es mir in den letzten Malen aufgefallen, als ich ein Doppelset gespielt habe, aus irgendeinem Grund hört er bei Minute 35, 33 so um den Dreh auf und fängt eine neue Aufnahme an. Und das ist extrem nervig. Okay. Von daher passt das manchmal nicht zur Stimme. Du bist nicht mal gut, nicht komplett gepusht. Von daher möchte ich hier auch weiterfarmen. Ich wollte hier unbedingt eine Attacke zwischenkriegen. Du hattest auf jeden Fall schon länger einen Blubstrahl ready. Und ich glaube nicht, dass du mit Blubstrahl spielst. Von daher passt das. Oh, Server, was ist los? Greift er einfach nicht an? Oder hat er gerade einen 700-Zug-Move, dass das einfach extrem lange dauert? Okay. Ja, zwingen wir ihn doch mal zum Schilden. Ich weiß jetzt nicht, was hier aktuell abgeht. Ziemlich komisch, die Server sind auch die letzten Tage nicht so für ihr Können da. Okay, was ist los? Ich muss raus, ne? Ich muss raus! Ah, das sieht gut aus. Das Teil können wir auch hier wiederholen. Und dann habe ich meinen... Ich kriege sogar noch die Attacke zwischen. Perfekt, deswegen habe ich noch nicht auf meine Attacke drauf gehauen. Dann habe ich meinen Macho mit zwei Schilden. Ja, sieht nicht so schlecht aus. Ich werde dieses Match hier in einen Soft-Lose verlassen. Das heißt, ich behalte mir meine Schilde. Oder nicht? Nee, ich glaube nicht. Ich behalte mir ein bisschen Energie später auf Griffeldes und sobald die Wechselo ready ist, werde ich versuchen, dich zu snipen. Könnte das ein Play sein? Ich weiß es nicht. Es ist gerade schwer. Er versucht auch Energie auf seinem Pokémon zu behalten. Gut, und eigentlich hätte ich hier, glaube ich, sogar nochmal eine Attacke zwischenkriegen müssen. Das ist mir leider nicht gelungen. Und ich glaube, ich werde jetzt direkt einen Steinhagel einsetzen, weil die Wechselo... Steinhagel und Schmarotzer einsetzen, weil die Wechselo noch nicht ready ist. Sobald ich rausgehe, wird er das gleiche tun. Er hat auf jeden Fall noch einen Steinhagel. Ich muss jetzt hier quasi... Eins... Oh! Ob das so schlau ist, weiß ich nicht. Bin ich ehrlich mit dir, weiß ich nicht. Entweder ziehe ich jetzt hier ein Schild, was ich wahrscheinlich tun werde, und dann gehe ich einfach in mein eigenes. Und das sieht gar nicht so schlecht aus. So, jetzt ziehen wir hier deinen zweiten Schild. Wenn ich den Gleichstand gewinne, optimal. Runterfarmen ist aktuell nicht drin für dich. Und sobald ich gleich sehe, dass ich einen Konter zwischenkriege, werde ich... Ah, okay. GG. Alles klar. Dann gewinnen wir hier mit... Dann beenden wir das Ding hier mit drei Schilden. Schöne Sache. Ich bin gerade mega geflasht, wie dieses Team funktioniert. Ich muss auch mich bemühen, gleich nichts in der Telegram-Gruppe reinzuschreiben. Stichwort, kommt in die Gruppe, falls ihr da noch nicht drin seid. Ey, das wird ein geiles Video. Falls ihr bis hier am Start seid, freut es mich extrem. Lasst einfach mal ein bisschen Liebe da. Es geht aktuell so krass bergauf mit dem Kanal. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Es kommen täglich neue Abonnenten dazu. Dutzende Likes und Kommentare. Es ist schon ziemlich cool, dass sich die Mühe bezahlt macht, dass sich jetzt immer mehr Leute meine Videos angucken. Dickes Dankeschön geht da auf jeden Fall raus. Und ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Ein 10-0 ist schon ziemlich cool und ich glaube, dass ich das nicht schaffe, das im Video, dass ich das gleich nicht spoiler in der Gruppe. Boah, mega. Alles klar. Für dieses Video war's das. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.